In diesem Video möchte ich dir das 14-Tage-Intensivprogramm vorstellen von Siggi und Mareike Spalek. Ob dieses Programm von dem Biggest Loser Coach Mareike und mit ihrem Mann Siggi wirklich so gut ist, wie es versprochen wird, darauf möchte ich mehr in diesem Video eingehen. Nach dem Video müsste dir klar sein, ob dieser Kurs etwas für dich ist oder nicht. Den Link mit aktuellen Kundenmeinungen findest du in der Videobeschreibung. Wie du bereits erkennen kannst, befinde ich mich hier bereits im Mitgliederbereich. Es gibt hier zwei Varianten von diesem Kurs, einmal die Classic-Variante und die Gym-Variante. Wir gehen erst einmal auf die klassische Variante. Hier kannst du sehen, die klassische Variante ist in zwei Phasen eingeteilt. Erst einmal geht es darum, was du wissen musst, also der Schlüssel zum Erfolg, und in der zweiten Phase lernst du dann die Praxis. Weiter unten findest du dann vor dem ersten Tag, dass du dich messen musst, und außerdem kannst du dich hier noch eintragen, dass du noch weitere Informationen über dein E-Mail-Postfach erhältst. Hier weiter unten gibt es dann noch die Phase 3, gemeinsam zum Ziel. Und am Ende, am Tag 15, trägst du dann nochmal deine Werte ein. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Phase 1, der Schlüssel zum Erfolg. Und hier kannst du direkt sehen, das Ganze hat 9 Module. Es geht um den Schlüssel zum Erfolg, den Statement Kickoff, danach muss was folgen, 14 Tage Training ohne Pause, wie funktioniert das, Studien versus Erfahrungswerte, 100-fach bewiesen, warum Wagenverbot, Motivation, was mache ich in schwachen Momenten, Masterplan, wie läuft es ab, HIIT-IT, Intervalltraining und deine Ernährung. Wahrscheinlich wirst du dich schon gefragt haben, ob dieses Training wirklich nicht eine Crash-Diät ist oder ähnliches, da du ja in 14 Tagen ein Intensivprogramm machst. Ich kann dir garantieren, es ist keine Crash-Diät, da hier die Kalorien nur gering reduziert werden. Du tust im Prinzip zum einen durch die geringere Kalorienaufnahme eine Negativbilanz erreichen und durch die erhöhte Bewegung auch. Dementsprechend hast du nur einen geringen Kaloriendefizit und es ist keine Crash-Diät. Du bist ja auch versorgt mit allen Nährstoffen, also mit Makronährstoffen, Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Wie du bereits gelesen hast, machst du ja hier 14 Tage am Stück Training, das Ganze ohne Pause. Das ist natürlich so, dass du hier in diesen 14 Tagen eben so intensiv trainierst. Auf längere Sicht wäre das natürlich auch nicht richtig. Außerdem ist es auch wirklich möglich, unter bestimmten Voraussetzungen, die du hier beigebracht bekommst, wirklich jeden Tag ein Ganzkörpertraining zu machen. Es geht ja hier wirklich nur um den Zeitraum von 14 Tagen, welcher übrigens mit einer Regenerationszeit von 3 bis 5 Tagen endet. Und am 7. Tag steht übrigens auch Regeneration auf deinem Plan. Dann gehen wir mal über in die zweite Phase. Hier sind Themen, das Aufwärmen, HIIT, Indoor und Outdoor, Workout Kombination 1, Ausfallschritte im Wechsel und Mummy Kicks. Also du kannst hier sehen, es werden hier einfach die ganzen Übungen gezeigt, die verschiedenen Workouts. Und so kannst du dann auch wirklich gezielt dann deinen Körper trainieren. Da gehen wir mal über noch in die Gym-Variante. Im Prinzip ist das hier ähnlich. Auch hier gibt es ja Phase 1 und 2, wie auch in der klassischen Variante. Und da gehen wir auch mal in die erste Phase rein. Und hier findest du wieder eigentlich genau die gleichen Inhalte. Es geht halt nur darum, dass du im Gym dann eben trainierst. Der Unterschied ist dann hier in der Phase 2 die verschiedenen Übungen. Workout 1 und Workout 2. Außerdem verwendest du hier eine Pulsuhr. Und du kannst das Ganze auch Indoor und Outdoor durchführen. Nun, wenn du dieses Training machst, trainierst du quasi 6 Tage jeden Tag, ca. 30 bis 60 Minuten. Am 7. Tag hast du dann eine Regenerationszeit und dann das gleiche nochmal bis Tag 14 und am Tag 15 ist dann die Messung. Du kannst das Ganze natürlich auch als Vegetarier machen. Du bekommst einen Ernährungsplan mit Einkaufslisten, Lebensmitteln, Alternativen und weiteren Tipps. Und sogar auch als Veganer kannst du das Ganze durchführen. Man muss aber schon ehrlich sein, eventuell bekommst du mal hier und da ein Hungergefühl, aber so richtiges Hungern, dass du es überhaupt nicht mehr aushältst, das auf keinen Fall. Es gibt da coole Tricks, dass du einfach viel trinken musst und dass eben kleine Snacks ist, die auch in dem Plan vorgesehen sind. Und dann bekommst du das Hungergefühl auch wirklich schnell wieder in den Griff. Das sind dann wirklich nur ein paar Stunden maximal, wo du dieses Gefühl hast. Die Rezepte gibt es in verschiedenen Varianten. Du suchst einfach das aus, was dir eben am besten schmeckt. Und ja, im Großen und Ganzen finde ich das Workout richtig cool, beziehungsweise dieses Online-Programm. Wenn du dich wirklich strikt an den Plan halten möchtest und es einfach mal 14 Tage durchziehen möchtest, dann ist dieser Kurs hier definitiv was für dich. Dieser Kurs, denke ich, ist für alle geeignet, die Anfänger sind und vielleicht sogar auch fortgeschritten sind. Wenn du natürlich schon ein Profi bist im Fitnessbereich, dann ist dieser Kurs natürlich nichts für dich. Über den Preis lässt sich streiten. Aktuell kostet er 150 Euro. Für mich persönlich ist das ein Tick zu hoch. Klar, man bekommt hier viel Mehrwert.
Es ist natürlich auch ein gewisser Status dahinter, der Biggest Loser und so weiter. Angemessener wäre vielleicht ein Preis von 70 Euro, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das muss jeder selbst überlegen, ob er das dann wirklich investieren möchte. Es ist auf jeden Fall nicht falsch, es ist auf jeden Fall richtig. Der Kurs ist wirklich vollgepackt mit hochwertigen Informationen. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann klick den Link in der Videobeschreibung, schau dir den Kurs an und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie einfach in die Kommentare.